session. Danke, dass ihr gekommen seid, Sivita, zu dem Seminar. I'm sorry for the little delay with the technical details. Ich möchte mich für die technischen Probleme und die Verzögerung entschuldigen. But it looks like we had to close down all the shutters and the windows. Weil wir mussten erstmal alle Fenster und Türen und Lichtquellen schließen. Maybe today we have to discuss a secret code of a holy scripture. Weil wir einen geheimen Code einer heiligen Schrift besprechen möchten. Our topic for today is the Bhagavad Gita. Unser Thema heute ist die Bhagavad Gita. The song divine. The divine song, the song of der heilige Gesang. And I think most of us, most of the people, are in search of some secrets. Ich denke, die meisten von uns sind auf der Suche nach einem Geheimnis. If something is obvious and easily available, it is not so interesting for us. Wenn es so offensichtlich ist und einfach zugänglich, dann ist es in der Regel nicht ganz so interessant. Once we introduced the lecture series in Budapest. Wir haben einmal eine Lecture-Serie in Budapest vorgestellt. With the title Secret Teachings. Das waren die Details von Geheimlehren. Secret. And you know, this is very controversial. Secret Teachings in an open lecture, in a public lecture. Es hört sich auch sehr konträr an, dass man über geheime Lehren in einer öffentlichen Klasse redet. But I have to tell you, twice as much people came than usual. Ich kann euch sagen, dass noch zweimal so viele gekommen sind wie gewöhnlich. Right? So the secrets are very important for us, and in the upcoming days we shall discuss the secrets also, what to do with the secrets. Diese Geheimnisse sind für uns sehr wichtig, und ich in den nächsten 3 Tagen möchte ich darüber sprechen, wie tief und wirklich wichtig die für uns auch sind. But today, let's start with a little exposition of the Bhagavad Gita itself. Aber heute möchten wir erstmal eine kleine Übersicht geben über die Bhagavad Gita selbst. This is something that we all had read many times. This is something that we all have read many times. Wir haben das alle schon mehrmals gehört und gelesen. But I have to tell you, whenever I open the Gita, it brings some new message to me. Aber jedes Mal, kannst du euch sagen, wenn ich die Bhagavad Gita neu aufmache, gibt es wieder eine neue Botschaft für mich. So, if we can accept that this is a divine revelation, wenn wir einfach akzeptieren können, dass es eine göttliche Offenbarung ist, then it will start to touch our heart and start to give some effect on our realization. Dann wird es anfangen, einen Effekt auf unser Herz zu geben, und wir werden Verwirklichung haben dürfen. And nevertheless, I think it's useful to try to find the place of the Bhagavad Gita in the ancient tradition of mystic India. Trotzdem ist es auch wichtig, einen Platz zu finden in dem Kontext der Veden im alten Indien. And this is like an encyclopedia of divine truths. Das ist wie eine Enzyklopädie der göttlichen Wahrheit. And we can say as many people, so many opinions about the Gita. Wir können sagen, so viele Leute, die es gibt es auch Meinungen über die Bhagavad Gita. Some admire it as a divine revelation. Viele verehren es als eine göttliche Offenbarung. Others study or consider it as a scientific topic. Andere betrachten es als ein wissenschaftliches Objekt. Others, still others, they don't really comprehend what it's all about. Andere wieder, die können überhaupt nicht verstehen, was da überhaupt geht. So we have to decide which group we belong to. Wir können uns entscheiden, zu welcher Gruppe wir gehören. And my suggestion is that we should belong to the group of admirers. Ich würde vorschlagen, dass wir zu der Gruppe derjenigen gehören, die Bhagavad Gita wertschätzen. And as we belong to school of divine knowledge, so wie wir zu einer Schule des göttlichen Wissens gehören,
you know, in the Indian tradition, if you want to prove something or if you want to discuss any topic, you have to give some references. In der indischen Tradition ist es so, egal über was man sprechen will, über welches Thema auch immer, sollte man eine entsprechende Referenz geben, wenn man es her hat. So what is this Indian system of philosophical reference? Was ist das indische System der Philosophie und Referenz? This is called, which is a little hidden behind the decoration, the Prasthana Traya, the three types of reference. This is a little bit, es ist ein bisschen versteckt. Das sind die drei Arten der Referenz. The first reference should be based on revelation. Die erste Referenz sollte auf Offenbarung basieren. This is what you see here. It's called the Shruti. I'm sure that you have heard many times. Ich bin sicher, das habt ihr schon einige Male gesehen. Auch Shruti. And the reference exactly or precisely here, this is the Upanishads. Und die Referenz hier ganz, ganz genau ist die Upanishad. So one main body of the Vedic revelation is the Upanishad literature. Und die ein Hauptkörper sozusagen der vedischen Offenbarung sind die Upanishaden. And there are a lot of different Upanishads, but mainly they consider 108 as major ones. Da gibt's ganz viele Upanishaden, aber es werden in der Regel 108 als die Haupt-Upanishaden angesehen. So this is one basic reference. Whenever you want to study, prove or disprove anything, you have to quote from the Upanishads. Das ist die Basis der Referenz des Zitierens. Man muss zu den Upanishaden, zu den Upanishaden gehen und dort Bezug nehmen. The second body of reference is the sacred tradition. Die zweite Möglichkeit zu zitieren, Referenz zu nehmen, ist die heilige Tradition. This is the Smriti side. This is the Smriti. And from the vast Smriti literature, the most important is the Gita itself. Diese Offenbarung, diese Erzählung, das Wichtigste davon sind ist die Bhagavad Gita. So Shruti means something that you hear. Shruti bedeutet etwas, was man hört. So the divine revelation reaches the humans. Diese göttliche Offenbarung kann sozusagen die Menschheit erreichen. And Smriti concerns the human reflection or remembrance, memory. Die Smriti betrachtet das Vermögen der menschlichen Erinnerung oder des Hörens auch. So you remember Smaranam as one main practice of spiritual life. Ihr kennt Smaranam. Meditation, Erinnerung als einen Hauptbestandteil der spirituellen Praxis. So now we have two basic pillars of our discussion, the Upanishads and the Gita. Jetzt haben wir zwei Grundpfeiler unserer Diskussion, die Upanishaden und die Bhagavad Gita. And the third body of reference is the Vedanta Sutra. Und die dritte Quelle der Referenz oder der Zitat ist die Vedanta Sutra. This is called the logical reference. Das heißt die logische Referenz. So you have one revelation, you have one traditional, and you have one logical. Du hast also eine Offenbarung, du hast etwas Gehörtes und du hast eine logische Erklärung. What is the meaning of Upanishad? Was ist die Bedeutung der Upanishad? Upanishad means secret teachings. Upanishaden bedeuten eine geheime Lehre. And also if you examine the Sanskrit word, it means to sit close by. Und wenn man das Wort sozusagen genau betrachtet, heißt so viel wie, man sitzt dicht daneben. Where should we sit? Wo sollten wir denn sitzen? We should sit close to the master. Wir sollten dicht bei dem Meister sitzen. Then by this being close to a master, to a person who is very close to the truth, you can also take some of this truth, some of this revelation. Wenn man dicht bei dem Meister sitzt, sitzt man dicht bei der Wahrheit und dementsprechend kann man auch viel von der Offenbarung empfangen. And in this way the secrets are revealed to a practitioner
if he or she is close to his master. In dieser Art und Weise werden die Geheimnisse offenbart, weil man dicht bei dem spirituellen Meister ist. And we are in a trouble if we have to quote the Upanishads, right? Wir sind ziemlich im Problem, wenn wir die Upanishaden zitieren sollen. How many verses can you quote from the Upanishads? Wie viele Verse können wir denn zitieren von den Upanishaden? Very few. Only, nur ein paar. Therefore, the sages also try to find some essential points from the Upanishads, like basic truths. Deswegen haben sich die Weisen darauf verständigt, dass sie nur eine grundlegende Quellen oder Wahrheiten dieser Upanishaden herauskristallisieren. They are called the Mahavakyas or the great sayings of the Upanishads. Das heißt die Mahavakyas oder die großen Weisheiten der Upanishaden. Right, but I think we are also in a little trouble if we have to quote from the Gita. Aber ich denke, wir sind auch in vielleicht ein Problem, wenn wir die Gita zitieren sollen. How many verses can we quote from the Gita? Wie viele Verse können wir aus der Bhagavad Gita zitieren? It is said if somebody recites all the 700 verses of the Gita, very easily achieves perfection. Das heißt, wenn jemand diese über 700 Verse Bhagavad Gita zitieren kann, kann man sehr leicht Perfektion erreichen. If you cannot quote all the 700, which might happen, wenn du nicht diese 700 zitieren kannst, was vielleicht auch vorkommt, if we can chant one chapter of the Gita, we can achieve perfection. Dann können wir vielleicht, wenn wir ein Kapitel rezitieren können, auch schon Perfektion erlangen. In case you cannot recite a full chapter of the Gita, if you recite one verse, it's enough for perfection. Nur für den Fall, dass du nicht ein ganzes Kapitel rezitieren kannst, kann auch ein Vers reichen. But if you cannot recite even one verse, half of a verse is enough. Aber wenn du noch nicht mal ein ganzes Vers schaffst, den Christen, reicht auch schon halber, um Perfektion zu erreichen. So, you see, still we have some chance. Also da ist auch trotzdem Hoffnung für uns und Chance. At least half of a verse we should memorize and engrave in our hearts. Also sollte also zumindest ein halber Vers von uns zitiert werden können und in unserem Herzen auch Platz haben. And finally, what to speak of the of the Vedanta Sutra. Und was zu sprechen von den Vedanta Sutras? So dry and so theoretical. Es ist so trocken und so theoretisch. And so difficult. It's like a code itself. Without explanations, it's very difficult to understand. Und es ist auch sehr, sehr schwierig. Und es ist wie ein Code selbst, ein Schlüssel, den man ohne Erklärung eigentlich nicht verstehen kann. Yet we can say that the essence of the Upanishads can be summarized in one verse. Aber wir können sagen, die Essenz der Upanishaden kann in einem Vers zusammengefasst werden. Purnamidam, Purnamidam, that is perfect and complete, like the divine. Das ist perfekt und vollständig, wie das Göttliche. And this is complete and perfect, like the material manifestation. Die materielle Manifestation ist vollständig und perfekt. Or the individual soul. Und die individuelle Seele ist auch vollständig und perfekt. So, and it doesn't matter how much complete units you take, derive from this ultimate source. Es kommt nicht darauf an, wie viel du in der Gänze zusammen sammelst aus der göttlichen Quelle. All the different parts will be complete and whole in themselves. Die verschiedenen Teile werden ganz in sich selbst sein. And it doesn't diminish the perfection of the original source. Und das das mindert in keinster Weise die Quelle in ihrer Vollständigkeit und Perfektion. Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamevaya, Purnamevavashishyate. It doesn't matter how much energy is manifested from this ultimate source, its complete wholeness is not diminished. Es macht überhaupt keinen Unterschied, wie viel Energie sich daraus verbreitet und manifestiert.
es wird in ihrer Gänze überhaupt nicht weniger. So you see, this is quite theoretical. Das hört sich doch sehr theoretisch an, oder? And how to summarize the Vedanta Sutra? Wie sollte man die Vedanta Sutras zusammenfassen? 555 Sutras. 555 Sutras. Let's take the first one. Lass uns mal den ersten nehmen. The first one says, Atato Brahma Jigyasa, now as you have taken birth as human, you should inquire after Brahman, after the soul. Jetzt hast du Geburt genommen als ein menschliches Wesen. Jetzt solltest du nach der höchsten absoluten Wahrheit Fragen stellen. And what is the last sutra? Maybe the first some people know. But the last sutra, hardly yet. Anybody? Das erste kennt vielleicht noch viele, aber wer kennt schon das letzte Sutra? The last sutra says, those who have reached, they will never return. They will never return. Das letzte Sutra heißt, die, die angekommen sind, werden niemals zurückkehren. You see, why twice? Warum zweimal? Because this is like stressing. It's a very important fact. Das ist so eine Wichtigkeit, die da reingelegt wird. Das ist zweimal gesagt, was sehr wichtig ist. So this is like an invitation. Come, meditate. And if you will reach, that is complete perfection. Das ist so wie eine Einladung zu meditieren. Wenn man dann angekommen ist, dann ist das so wie Perfektion. And the path of perfection is very logically supported in the Vedanta Sutra. Der Weg der Perfektion ist sehr logisch untermauert in den Vedanta Sutras. Therefore, this is called the logical reference. Deswegen wird es die logische Referenz genannt. But in between these two quite logical and philosophical dry systems, there is this third one in the middle. Und zwischen diesen philosophischen und logischen, auch trockenen Argumenten, ist das dritte in der Mitte. Which is the Gita itself. Was zum Beispiel die Gita selbst ist. It's a divine song. Es ist ein göttlicher Gesang. So this is not a secret teaching. Es ist keine geheime Botschaft. This is not some logical, argumentation. Keine logische Argumentation. No, this is a song, and song means beauty. Das ist ein Gesang. Gesang heißt was Schönes. So from the very beginning, our tradition is based on beauty. Ganz von Anfang an ist unsere Tradition auf Schönheit basierend. Bhakti means an aesthetic approach to the supreme. Bhakti heißt ein ästhetischer Anspruch, Angang, Zugang zum Göttlichen. Therefore, one of the main scriptures is provided in, as a song, as a song of God. Es wird eine der Hauptliteraturschriften als ein Gesang dargestellt. Nevertheless, all these different bodies of reference are connected to each other. Nichtsdestoweniger sind all diese verschiedenen Arten der Referenzen miteinander verbunden. The Gita itself is also called an Upanishad. It's called Gita Upanishad. Gita selbst wird auch eine Upanishad genannt, eigentlich Gita Upanishad. Because somehow conversation between Krishna and Arjuna, which is an aesthetic one, the deeper truth and deeper revelation is also revealed. Obwohl die Begegnung und der Austausch zwischen Krishna und Arjuna auch eine ästhetische Note hat, ist trotzdem auch eine philosophische und logische Wahrheit offenbart. And also the Gita refers to the sutras, the Vedanta sutras, as a very logically established system. Und die Gita bezieht sich selbst auch auf die Vedanta sutras als ein logisches System. So you see, one refers to the other, one supports the other, because if we want to understand the conclusion, then we have to study. Eine Schrift zieht sich auf die andere, weil wir nämlich die Essenz verstehen wollen, dann brauchen wir beide. And the sutra means a thread. Sutra heißt ein Faden. If we have the thread, then we can reach the goal. Wenn wir einen Faden in der Hand halten, dann können wir das Ziel erreichen. So sutra is like a condensed essence of a tradition, condensed essence of a spiritual science. Ein Sutra ist wie die kondensierte Essenz einer spirituellen, wissenschaftlichen Tradition.
And here Vedanta means the end of the Vedas or the cream of the Vedas. Vedanta heißt das Ende des Vedanta oder die Essenz oder die das Sahnehäubchen der Veden. So now we know the reference system, all these three basic references. Jetzt kennen wir die Referenzsysteme der vedischen Wissenschaft. But can you tell me our body of reference, our three pillars of reference? Can you könnt ihr mir erzählen, wie die drei Hauptsäulen der Referenz sind? Our. Alle? Our. Unsere. Our. Oh, sorry. Uns, wie unsere Hauptsäulen der Referenz sind. If you cannot decide one question, what can you consult? Wenn du dich nicht entscheiden kannst, wen sollst du dann zu Rate ziehen? Four things. Yeah. Good, Sadhushastra and Paramahansa. Oh, good. Guru, Sadhu, Shastra and Paramahansa. What? Paramahansa. Oh. Sie sagt, es sind vier Sachen, die man zu Rate ziehen kann. Das ist der Guru, die Heilige Schrift, den spirituellen Meister und die Überseele. Correct. Basically it's three. Eigentlich sind es drei. But in the secret teaching it's extended to four. But ja, es hat sich in geheimer Weise auch zu vier erweitert. So, Guru is the first reference in our family. Der Guru ist sozusagen die erste Referenz in unserem System, was wir haben. If you don't know what to, how to act and what, how to decide, ask your master. Wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden kannst und was du tun sollst, dann kannst du einen spirituellen Meister um Rat fragen. It's very easy until we have our spiritual master present. Es ist sehr einfach, solange der spirituelle Meister gegenwärtig ist. Well, then what to do if my master is not present? Was mache ich denn, wenn mein spiritueller Meister gerade nicht da ist? Right, then you have two options. Dann haben wir noch zwei Optionen. One is to refer to your master in your meditation. Dann ist es seinen spirituellen Meister in der Meditation anzurufen. Just imagine him to sit in front of you and put ask a question. Dann kann man sich vorstellen, wie der spirituelle Meister einem gegenüber sitzt und man kann dann seine Frage stellen. And in these sincere moments, whatever inspiration comes to us, we can treat it as a direct instruction. Und in diesen Momenten, wenn wir wirklich aufrichtig und ernsthaft diese Frage stellen, dann können wir seinen Instruktionen, Anweisungen folgen. If you cannot do that, then go to the second reference, the Shastra. Wenn du das nicht machen kannst, dann zur zweiten Referenz gehen, ist die Shastra. Because if we associate with the Holy Scriptures, then immediately we associate with the saints who preserve those scriptures. Wenn wir mit der Heiligen Schrift Gemeinschaft haben, dann sind wir auch automatisch mit den Heiligen, die die Shastras auch verfasst hat, verbunden. And also we associate with the high ideals contained there. Und wir sind auch mit den hohen Idealen, die dort beinhaltet sind, verbunden. And the third reference is the Sadhu. Und die dritte Referenz ist der Sadhu. Guru, Shastra, Sadhu. Sadhu, the living saints. Sind die lebendigen Weisen und Heiligen. Who represent the ideal to us in a practical way. Die die Ideale für uns in einer praktischen Art und Weise repräsentieren. If all these three sources tell you something, wenn alle diese drei Quellen mir etwas verraten. And you can also agree from the deepest core of your heart. Und du kannst auch vom tiefsten Herzen deines inneren Herzens zustimmen. Then you are very fortunate. So this is the fourth, the hidden secret pillar. Und dann kannst du dich sehr glücklich schätzen. Das ist die vierte geheime Pfeiler. But even if your heart doesn't fully agree, it's better to say yes to the references.
Aber selbst wenn dein Herz nicht vollständig Ja dazu sagt, ist es gut, sich auf diese Quelle zu verlassen. Right? So there is a like a theoretical body of reference, the Upanishads, the Gita and the Vedanta Sutra. Da gibt es also einen theoretischen Pfeiler des Wissens, das sind die Upanishads, die Gita und Vedanta Sutra. And we also have a living tradition where Guru Shastra and Sadhu and our inner conviction is our reference. Und wir haben auch eine Tradition, Guru Sadhu und Shastra und unsere innere Überzeugung ist auch eine Referenz. But let's try to find the exact place of the Gita in this vast Indian revelation. Lass uns mal den genauen Platz in der Bhagavad Gita finden, der diese göttliche Offenbarung bestimmt. On top of the system is the Veda. Ganz oben des Systems ist der Veda. This is like this, the divine knowledge. Das ist das göttliche Wissen. Divine knowledge is beyond human capacities. Das göttliche Wissen ist jenseits des menschlichen Forschens. It's also beyond the cycles of creation. Es ist auch jenseits des Kreislaufs von Schöpfung. And this body of divine knowledge is first revealed in the Shruti, as we agreed before. Das wird zuerst in der Shruti offenbart, wie wir das vorher schon festgestellt haben. And the revelation is contained in the four main basic Vedas. Diese Offenbarungen sind in den vier Veden offenbart. They are called the Sanhita. Sanhita means collection, collection of hymns. Das es heißt auch Sanghita, das heißt so wie viel eine Zusammenfassung, eine Kollektion von Hymnen. So again, you see a very beautiful, a very artistic expression of divine truth. Da kann man wieder erkennen, wie schön und wie künstlerisch diese Offenbarung der göttlichen Wahrheit ist. Formulated in hymns and prayers and sometimes stories. Ausgedrückt in Hymnen und Gebeten und manchmal auch Geschichten. What else is there? Was ist da noch? It is not the not only poetics, but it's also ritualistic textbooks. Das ist nicht nur Poesie, sondern sind auch ritualistische Textbücher. So the Brahmanas are. This is not the Brahmin caste, but the Brahmanas is the literature. They contain this ritualistic information. The Brahmanas. Die Brahmanen haben diese ritualistischen Stellen für sich entdeckt. Heißt ja nicht, ist nicht die Kaste, die Brahmanas sind eine Schrift. Die Brahmanas sind ein Teil dieser Schriften. Okay, sorry. Because the essence of the Vedic paradigm is sacrifice. Die Essenz des vedischen Paradigmas ist Opfer. And how to accomplish, how to perform the sacrifice properly, this is contained in this ritualistic literature. Und wie man eine vedische Zeremonie, ein Opfer, genau und exakt ausführt, ist in diesem vedischen Teil dargestellt. And this is quite a complicated ritual. Das ist ein sehr kompliziertes Ritual. In many, many different yajnas and homas and offerings. Das ist mit vielen, vielen verschiedenen yajnas und homas und mantras. Once in the 70s, some Western scholars participated in a Vedic sacrifice, ritualistic fire sacrifice. In den 70er Jahren haben einige westliche Wissenschaftler an einer vedischen Feuerzeremonie oder Opfer teilgenommen. It happened in a small village somewhere in South India. Das heißt in einem kleinen Ort. Irgendwo in Südindien passiert. In the village Brahmanas, by heart, by memory, they recalled all the different details of these rituals. Und die vedischen Brahmanas dieses Ortes haben einfach alle Verse und was dazu nötig war, dieses Ritual auszuführen, einfach vom Herzen her gewusst, ohne es gelesen zu haben. And this was so complicated that our scientists made two big volumes like this about the details and the Und diese
diese Details und auch die Zeitbestimmung und alles, was damit zusammengehört, das sind zwei dicke Buchbände, die so dick sind, und das haben wir alles auswendig gelesen. So to accomplish such a ritual, you have to be rich. In order to be to accomplish the ritual, you have to be rich. Um ein Ritual wirklich erfolgreich ausführen zu können, muss man sehr reich sein, im Sinne von massivem Wissen. Mm-hmm. So, the next body of the revelation, like Aranyakas, they are for hermits. Die nächste Kaste, die nächste Körper der Offenbarung 4, Mönche? Mm-hmm. Für Mönche. They don't have material assets to use in the sacrifice. Sie haben keine materiellen Zutaten, um die im Feuer oder in einem Opfer zu benutzen. Because they have renounced the worldly possessions. Die haben ja alles allen Besitz aufgegeben. What they do have their mind and intellect. Was sie noch haben, ist ihr Geist und Intelligenz. So for them, meditation is suggested. Für diese ist Meditation empfohlen. And Aranyaka is the next body of literature. Und Aranyakas ist der nächste Körper der Schriften. Aranya is the forest. So this is for those hermits who live in the forest. Das ist für diese Mönche, die in den Wäldern leben. So what was accomplished by the society as a ritual, it is an abstract form, is accomplished by the hermits as a meditation. Das, was für die Gesellschaft in Form von Opferungen erreicht werden konnte durch die Mönche in Form von Entsagung im Wald erreicht werden. Aranya ist auch Wald. Then the next body is the Upanishads themselves. Und die nächste Körper ist die Upanishaden selbst. So you will see, if you study these scriptures, you will find that there is a Brahmana at the end of a Brahmana, there is an Aranyaka at the end of an Aranyaka, there is an Upanishad. Man kann sehen, da ist eine Brahmana, ist eine Aranyaka, und dann kommt die Upanishad. So even sometimes with the same title. Manchmal mit dem gleichen Titel sogar. Like Brihad Aranyaka Upanishad. And therefore this is the last, so to say, the last chapter of the Vedic Revelation, the Upanishad. Die Upanishads sind so das letzte Kapitel der vedischen Offenbarung. Therefore it is called the Vedanta, the end of the Veda. Deswegen heißt es auch Vedanta, das Ende der Veda. And the summary of this philosophical treatise is the Vedanta Sutra. Sutra is always a summary of the school. Und die Zusammenfassungen sind sozusagen die Sutras. Sutras heißt immer Zusammenfassung einer Schule. So this is the Shruti side of the Vedic Revelation. Das ist die Shruti-Seite der vedischen Offenbarung. And then the other line is the Smriti, the sacred tradition. Und die andere Linie ist die Smriti, die göttliche Tradition. And here is one, again, very great, very vast body of literature, the Puranas. Da gibt es wieder einen großen Körper von Literatur, das sind die Purana. It's many hundreds of thousands of verses. Da gibt es hundert und tausenden von Versen. And it is also called the fifth Purana, the fifth Veda, fifth Samhita. Das heißt auch der fünfte Veda, fünfte Samhita. And actually this is most practical in our age. Das ist sehr praktisch in unserem Zeitalter. And from among all the many, many Puranas, Chaitanya Mahaprabhu has picked one as most important. Und in vielen Puranas, Mahaprabhu hat eins als besonders wichtig herausgestellt. And this is the Bhagavad Purana. Und das ist das Bhagavad Purana. Which is the ripe fruit of the Vedas. Das ist die reife Frucht am Baum des vedischen Wissens. So this is one side of the Smriti literature, and there is another one, these are the epics. Dann gibt es noch eine andere Seite, das sind die Epen. The epics is are the Ramayana and the Mahabharata. Das sind Ramayana und Mahabharata. Ramayana is the Adi Kavyam, the first
poetry. Das Ramayana ist sozusagen die erste Poesie. And the Mahabharata is the practically the greatest book on this planet Earth. Und das Mahabharata ist praktisch das größte Buch, das es auf der Erde gibt. 7 times longer than the Iliad and Odyssey together. 7-mal dicker, umfangreicher als die Iliad. And Odyssey together. And all the what? Odyssey. Odyssey together und als die Odyssey zusammen. So it's quite long. Sehr, sehr lang. And it is said, this book discusses everything. Das heißt, dass in der Mahabharata praktisch alles diskutiert wird. In case it doesn't discuss something, that's not important. Für den Fall, dass es dort nicht besprochen wird, dann ist es auch nicht ganz so wichtig. And one chapter, one small part of the Mahabharata is the Gita. Und ein kleiner Teil des Mahabharata ist die Bhagavad Gita. Right? So, we are very fortunate to finally find a place of our beloved Gita. Just to return. Wir sind jetzt so glücklich, dass wir wieder zurück zur Bhagavad Gita gekommen sind. And also we have to mention something important here. Wir müssen ja auch an der Stelle was Wichtiges sagen. Because you see, one line is the revelation and ultimately the summarizing the Vedanta Sutra. Siehst, eine Linie ist die Offenbarung und das mündet in der Vedanta Sutras. But as I told, sutras are so complicated to understand that it's necessary to have an explanation, a purport. Ich habe gesagt, dass die Sutras so schwierig sind zu verstehen, dann braucht man auf jeden Fall eine Erläuterung dazu. And practically, the Bhagavad Puran is considered a natural purport to the Vedanta Sutra. Und das Bhagavad Puran, Srimad Bhagavatam, wird als ein natürlicher Kommentar zum Vedanta Sutra betrachtet. You see, the explanation comes on the other line. Die Erklärung, wie man sieht, kommt auf der anderen Seite. Yeah. You see, from the Shruti, the Brahmanas, Aranyakas, Upanishads, and finally the Vedanta Sutra, and the explanation comes on the Smriti line. And Bhagavad Puran and Vedanta Sutra is connected. Und hier sind auf der einen Seite die etwas komplizierteren Sachen. Wir münden im Vedanta Sutra, auf der anderen Seite wird es dann erklärt. Bhagavad Purana und Vedanta Sutra sind miteinander verbunden, weil es die Erklärung ist. Why we consider this a natural purport? Warum wird es als eine natürliche Erklärung, Erläuterung betrachtet? Because we agree on the point that the author is the same. Weil wir es so betrachten, dass der Autor der gleiche ist. We consider Veda Vyas as the author of both the Vedanta Sutras and the Srimad Bhagavatam. Wir betrachten Veda Vyas als den Autor von beiden, sowohl des Vedanta Sutra als auch des Srimad Bhagavatam. And what he gave before achieving, so to say, the complete satisfying perfection. So before achieving this complete full satisfying. Full accomplishment, Vedavyas gave all previous literature and finally he gave the Srimad Bhagavatam. Um die vollständige Perfektion zu erhalten, hat zunächst diese Schriften bis zum Vedanta Sutra gegeben und dann zum Schluss das Bhagavad Purana. So here is something very important. Please try to remember this because we shall return to this point in the upcoming days. Da gibt es jetzt hier etwas sehr Wichtiges zu beachten und da müssen wir immer wieder zurückkommen in den nächsten Tagen. Because we have to find a special secret reference to Vedavyas in both the Shruti and the Smriti literature. Wir müssen eine spezielle Referenz finden in beiden, in Vedanta Sutra und im Bhagavad Puran. It will be complicated, but don't worry. Es ist kompliziert, aber macht euch keine Sorgen. Now we have everything. And what we want to find, this is a harmony between the revelation
what we hear, and the tradition, what we remember. Was wir finden möchten, ist eine Harmonie zwischen dem, was offenbart wurde, und dem, was wir hören. So the basic source is the Veda. Die grundlegende Quelle ist der Veda. And one line is the Shruti. Und eine Linie sind die Shrutis. And the other side is the Smriti. Und die andere Seite ist die Smriti. The tradition. Die Tradition. And let's pick one book from the Shruti, from the its great revelation, revealed scriptures. And this is the Rig Veda. Lass uns von einem Buch nehmen, der Shruti, das der Offenbarung, das ist zum Beispiel Rig Veda. And also let's pick only one book from the sacred tradition, and this is the Gita. Lass uns nur ein Buch nehmen von der Smriti, das ist die Bhagavad Gita. So we have to find the harmony, the basic harmony of topics of Siddhanta, and also the secret harmony between these two literatures. Wir müssen die Harmonie finden zwischen diesen beiden Linien des Verständnisses und der Schriften. Although the official scientific Indology has a different opinion, obwohl die wissenschaftliche Indologie eine andere Meinung hat, nevertheless we also have our innate Indology, so to say. Wir haben sozusagen auch unsere ererbte Ideologie. And Bhaktivinoda Thakur, for example, he discussed this topic. Bhaktivinoda Thakur zum Beispiel hat dieses Thema diskutiert. And he said, if I agree with the scientists, their version, wenn ich mit den Wissenschaftlern übereinstimme, then all the Rishis and the Munis and the Sadhus will be dissatisfied. Wenn alle Rishis, Munis und Sadhus unzufrieden damit sein. If I agree only with the Sadhus, then the scientists will be dissatisfied. Wenn ich nur mich auf die Sadhus beziehe, dann werden die Wissenschaftler unzufrieden sein. So therefore he wanted to provide a solution for the discrepancies and the differences between the two visions. Deswegen wollte er uns mit Lösungen versorgen, die diese Unterschiede, Diskrepanzen harmonisieren können. So today our basic issue is to find this innate harmony between these two lines of revelation. Wir möchten also zunächst heute erstmal diese Harmonie aufspüren zwischen diesen beiden Linien des offenbaren Wissens. Can you quote me a verse from the Rig Veda? Könnt ihr mir einen Vers aus dem Rig Veda zitieren? Om Tat Vishnu. Om Tat Vishnu. Very nice. Very nice. This is a very important verse. Sehr schön, das ist ein sehr wichtiger Vers. Revealing that the lotus feet of God are like a blessings over us. Das heißt so viel, dass die Lotusfüße des Herrn einen Segen für uns sind. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sra Divi Vachaksharadatam. And Shushita Maharaj explains very nicely that all the suras, all the devas, they always look upon the lotus feet of God Supreme. Shrila Shriramas sagte, dass die Halbgötter immer sehr begierig sind, diese Lotusfüße von Krishna zu betrachten mit ihren Augen. And this is like a beautiful sun on the divine horizon. Das ist wie eine schöne Sonne am göttlichen Himmel. Another verse from the Rig Veda is the Gayatri Mantra that you chant. Ein anderer Vers des Rig Veda ist der Gayatri Mantra, den wir chanten. This is included in the Rig Veda. And there is one that I have picked for this purpose. Und da gibt es noch einen, den ich ausgesucht habe für diesen Zweck. Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. One truth is one. Die Wahrheit ist eins. But the wise, they describe this one truth in many different ways. Aber die Weisen beschreiben die Wahrheit in verschiedenen Arten und Weisen. Do you agree with this point? Könnt ihr mit diesem Punkt einverstanden sein?
Thank you, Guru. Truth is one, but the wise describe it in many, many different ways. Die Wahrheit ist eins, aber die Weisen und Heiligen beschreiben sie auf unterschiedliche Art und Weise. So please remember this verse. Bitte erinnert euch an diesen Vers. Because this shows a plurality of ideals and a plurality of opinions. Dieser Vers beschreibt eine Pluralität von Meinungen und Ideen. Also, we believe in the varieties of different ras. Wir glauben ja auch an die Vielfalt der verschiedenen Wohlgeschmäcker. So if we have this pluralistic worldview of the beauty and the wealth of the divine realm. So wenn wir diese pluralistische Weltanschauung haben, auf dieser göttlichen Schönheit und diesem Reichtum, then we also have to apply that practically. Dann sollten wir es auch praktisch anwenden. So therefore we have to be tolerant with the realizations and the ideas of others. Dann sollten wir tolerant sein mit den Offenbarungen und Ideen, die andere da haben. Right? Because truth is one. Weil Wahrheit ist eins. But there are many different opinions about it. Aber da gibt es viele verschiedene Meinungen dazu. Right. And the other verse is the Om Bhurva Sva, etc. mantra. Der andere Vers ist der Om Bhurva Sva, which is a prayer for illumination. Das ist ein Gebet zur Erleuchtung. So that the divine sun inspires my meditation. So möge die göttliche Sonne meine Meditation inspirieren. So this is a very important and basic mantra from the Rigveda. Es ist ja ein wichtiges und grundlegendes Mantra des Rigveda. For the perfection of meditation, enlightenment in this case. Und für die Perfektion der Meditation oder auch Erleuchtung in diesem Fall. Right? So we have at least two or three basic references from the Rigveda. Wir haben also zwei, drei grundlegende Referenzen des Rigveda. Oh, this is also a long book. Das ist auch ein sehr langes, umfangreiches Buch. Of more than 1,000 hymns. Über 1,000 Hymnen. So, but at least we have some idea. Aber wir haben nicht so weniger einige Ideen. And now let's see some quotes from the Gita. Lass uns mal einige Verse der Bhagavad Gita anschauen. Little in parallel with the previous quotes from the Rigveda. In parallel? Yeah. In parallel. Sind nicht parallel mit den Versen des Rigveda. From the fourth chapter of the Gita, Yeyatamam Prapadyante. Vom vierten Kapitel der Bhagavad Gita, Yeyatamam Prapadyante. Everyone follows my path. Jeder folgt meinem Pfad. This part of this verse is very popular. Dieser Teil des Verses ist sehr populär. People quote it as an excuse. Menschen zitieren sie ihn als eine Entschuldigung. You follow your path, I follow my path, but we all follow the same path. Du folgst deinem Pfad, ich folge meinem Pfad, jeder folgt einfach dem gleichen Pfad. But don't forget about the other part of this verse. Aber vergesst lieber nicht den anderen Teil des Verses. I will reveal myself according to the level of dedication. Ich werde mich selbst entsprechend der Hingabe offenbaren. But nobody is independent. Everybody follows my path. Everybody is under my control. Aber niemand ist unabhängig. Jeder folgt meinem Pfad. Jeder ist unter meiner Kontrolle. So truth is one. Everybody follows the same path. Everybody is under divine control. Die Wahrheit ist eins. Jeder folgt dem gleichen Pfad. Jeder ist unter göttlicher Kontrolle. But the wise men, they have different opinions and people have different realizations. Die Heiligen und Weisen haben verschiedene Meinungen und die Menschen haben verschiedene Offenbarungen. So you see the parallel between the quote from the Veda und die Gita. Seht ihr die Parallele des Verses vom Rigveda und der Gita? And then there is this other quotation
of lights, I am the radiant sun, says Krishna in the Gita. Da gibt es noch einen anderen Vers vom Licht, von allen Lichtquellen, bin ich die aufgehende Sonne. So, if those who chant the Gayatri Mantra pray for illumination by the Divine Sun, also diejenigen, die Gayatri Mantra chanten, um Erleuchtung durch die göttliche Sonne zu erlangen, what is that divine light? This is Krishna for the faithful. Was ist dieses göttliche Licht? Das ist Krishna für die Gläubigen. And as the sun alone illuminates this material world when it rises on the horizon. Und so wie die Sonne, die diese Welt, auch wenn sie am Horizont aufsteigt, steigt ganz natürlich die Welt erleuchtet. In the same way, if the Krishna sun is there on the horizon of our consciousness. In gleicher Art und Weise ist, wenn die Krishna Sonne sozusagen am Horizont unseres Bewusstseins aufsteigt. It will also illuminate our system. Wird sie auch unser System erleuchten? Right, so there is some parallel mentioned already between the Shruti and the Smriti literature. Richtig, also da sind ein paar Parallelen zwischen Shruti und Smriti zu erkennen. Now let's discuss a little bit the five main topics of the Gita. Jetzt lasst uns über die fünf Hauptthemen der Bhagavad Gita sprechen. What are the five main topics of the Gita? Das sind die fünf Themen der Bhagavad Gita. Könnt ihr mir helfen? Shiva, Prakriti, Purusham. Right, that others also to continue. So what do you expect from a divine, a holy book? What topics it should discuss? Was erwartet ihr von einem göttlichen Buch? Was für Themen sollten da behandelt werden? Der Hörer, da hört der Herr unterwegs zu ihm. Gib mal ein Geld. Das nochmal was? Der Bhagavan. Bhagavan. So? Die Seele. Und der Weg zu Bhagavan. Und der Weg zu Bhagavan. Very nice. Mhm. Sehr schön. Sambandha. Oh, the relationship. Oh, very nice. Sambandha, die Beziehung. Gut. Karma Dhyana Bhakti. Also included. Nice. I think love should be a topic. Liebe sollte ein Thema sein. I think you are a little partial. Ich denke, du bist etwas parteiisch. Your attention is focused already. But the Gita basically discusses five main topics. Die Bhagavad Gita hat also fünf grundlegende Themen, die dort diskutiert werden. One is Ishwar, or Bhagavan, as you said. God. Who is God? How is God? Ein Thema ist Bhagavan oder Ishwar. Wer ist Gott und was macht er? The second main topic is the Jiva, or the living entity. Das zweite Hauptthema ist Jiva, oder das Lebewesen. Right. Then comes the material world, the creative energy, Prakriti. Dann geht es um die materielle Welt, die manifestierte Energie, Prakriti. Right? So we can say God, human and the world, the environment. Quite nice. Wir können sagen Gott, die Lebewesen und die Welt. Hört sich erstmal ganz gut an und vollständig. What else is there? Two other topics are there. Es sind zwei andere Themen. One is time. Eine ist Zeit. A very important factor. Sehr wichtiger Faktor. And finally, the fifth main topic is karma, action. Fünfte wichtige Thema ist Handeln. So we can see God described, we can see the human described. Wir können Gott beschrieben sehen und den Menschen beschrieben sehen. We can get information about the creation or the universe. Wir können Informationen bekommen über die Schöpfung und das Universum. Also there is information about time. Auch Informationen über die Zeit.
therefore I show Lord Shiva as he is dancing apart. The universe is his cosmic dance. Und deswegen könnt ihr Lord Shiva sehen, wie den kosmischen Tanz, der seine Zerstörung tanzt. And finally karma, which is like a labyrinth. Which is like a labyrinth. Ah, und dann das Karma, die Handlung, wie wir ein Labyrinth sind. Once you enter the maze of action, it's very difficult to get out. Wenn man da erstmal verstrickt ist mit seinen Handlungen, dann kann man sehr schnell wieder rausgelangen. So these basic topics are described in the Gita. Diese fünf grundlegenden Themen sind in der Bhagavad Gita diskutiert. And let's take the first three topics for a little deeper examination. Lasst uns zunächst die ersten drei Themen für eine etwas tiefere Betrachtung nehmen. You remember, this was Ishvara, Jiva and Prakriti, right? So, Ishvara, der höchste Herr, die Lebewesen und die materielle Natur. As these are three, in which pattern should we organize these three elements? Es sind drei, in welcher Art und Weise sollten das organisiert werden? Let's try to find a pattern. Which pattern is appropriate for three points? Lass uns ein Muster finden, wie man das treffen kann. Dreiecke, right? Dreieck. You agree? Let's put these three elements in a triangle. Lass uns diese drei Elemente in ein Dreieck nehmen. Now try to think for yourself. If you want to observe or to analyze or to understand anything, where can you start from? Wenn du irgendwas betrachten willst, irgendein Thema, wo willst du da anfangen? Where can you start? Wo kann man beginnen? Where I am now. So from my point of view. Where I am now from my point of view. Mm-hmm. The source of all is prayer. Oh, very nice. Very nice. The source of all. Die Quelle von allem, Ishvara, von dem Punkt aus. It's very nice, but I think in order to try to identify the source, first we have to identify ourselves. Aber um die Quelle zu identifizieren, sollten wir uns erstmal selbst betrachten. So my humble suggestion is to start with ourselves. This is where we can start from. Meine demütige Überlegung ist, von uns selbst erstmal anzufangen. We perceive ourselves, right? Wir nehmen uns selbst wahr, richtig? Sometimes we are not really sure what we perceive, but there is something. Manchmal sind wir nicht ganz sicher, was wir da wahrnehmen, aber da ist irgendwas. Yeah. So it looks like that our existence, our self-identity is there. Sieht so aus, als wenn irgendwas da ist, unsere Selbstexistenz. So this is what we can perceive in the first place. Das können wir als erstes vielleicht wahrnehmen. So what can we perceive if we look around? Was können wir wahrnehmen, wenn wir uns umschauen? This is the environment, right? This is the external universe, if you think in a grand scale. Das Universum. Right? So this is the second angle of our triangle, this is nature. Der zweite Aspekt des Dreiecks ist die Natur. With all the ingredients, like living entities, the cosmic structure, the elements, etc. Mit all den Lebewesen, den Elementen, der kosmischen Struktur. And then, if we try to find a reason, why am I exist? Why do I exist? Or if we try to find a reason why this world exists. Wenn wir versuchen, dann herauszufinden, warum existiere ich überhaupt oder warum existiert das ganze Universum? Then we can come to a superior conclusion. Und dann können wir zu einer höheren Schlussfolgerung gelangen. Try to find God, the
inner-lying principle. Dann können wir das dahinterliegende Prinzip verstehen und auch Gott finden. Right, so one point is the human. Ein Punkt ist der Mensch. The second point is the world around. Zweiter Punkt ist Natur, die Welt um uns herum. And the third point is God above. Und der dritte Punkt ist Gott, der drüber steht. If you agree with these dimensions and in these levels, so to say. Wenn du mit diesen Dimensionen übereinstimmst. And you also mentioned the question of relationship. Und wir haben auch die Frage nach Beziehung gestellt. So let's try to find a relationship between these three elements. Lass uns eine Beziehung unter diesen drei Elementen herausfinden. Is there a relationship between human and nature? Ist da eine Beziehung zwischen Menschen und der Natur? Yes, there is. Na klar, das ist eine. The environment has some effect over us. We are part of this created nature as bodily structures. Wir als Körperstruktur haben natürlich auch eine Verbindung mit der Natur, in der wir eingebettet sind. And humans also have quite a significant influence over the nature. Und wir als Menschen haben natürlich auch einen sehr bedeutsamen Einfluss auf die Natur. Like carbon dioxide, etc. So wie CO2-Ausstoß zum Beispiel und andere. So in my understanding, this connection between nature and humans are two directions, to and from. Und nach meinem Verständnis zwischen Natur und Mensch geht das hin und zurück, also die Beziehung ist wechselseitig. Mm-hmm. And what about the connection between God and the creation? Was ist die Beziehung zwischen Gott und der Natur, der Schöpfung? There is a connection, right? Da gibt es doch eine, oder? What about the direction of this connection? Was ist die Richtung dieser Beziehung? Bindung. Just creating. Yeah, hopefully this is one direction. Hoffentlich ist es eine Richtung. That the material energy is impregnated by the Supreme. But as illusion can never cover the source, God, therefore there is no feedback, so to say. Die materielle Natur ist durch den höchsten Herrn sozusagen ins Leben gesetzt und aber umgekehrt kann die illusionierende Energie nicht die höchste Quelle verdecken. So what about the third side of a triangle? What about the connection between human and the Supreme? Was ist mit der dritten Seite des Dreiecks, die Beziehung zwischen Gott und dem Lebewesen? Is it one way? Ist es ein Weg? Both ways, hopefully. Beide Wege, hoffentlich. Also heißt es Advaita-Vad. Otherwise is this Advaita-Vad-Philosophie. Yes. Wenn nicht, dann ist es eine Unpersönlichkeit. So, here we can see the existential triangle, so to say. Hier sehen wir das existenzielle Dreieck, sozusagen. The human being, the living entities. Das menschliche Lebewesen, das ist der Mensch. The material world. Die materielle Welt. And God, or the absolute, or as you call it. Und dann Gott, oder das Absolute, oder wie man das nennt. And if we analyze a little more this picture, then we can find some more connections. Und wenn wir diese Bild betrachten, können wir auch mehr Beziehungen finden. So if we try to find the unity between the divine and the human aspect, then we can understand that they both belong to the superior energy, the spiritual energy, right? Living. They both are living. While matter is like non-living energy. Und wenn wir die göttlichen Lebewesen sehen und Gott, dann wissen wir, dass sind spirituelle Verbindungen da sind, weil die sind ja beide auch ewig. Und wenn wir die materielle Welt sehen, dann ist das einfach tote Materie. So the superior Parashakti and the inferior external Shakti.
Da gibt es eine höhere göttliche Energie, Parashakti, und die etwas niedere materielle Energie. If we want to find the unity or the similarities between the created universe and the human beings, we can say, wenn wir Übereinstimmungen und Verbindungen zwischen der materiellen Energie und dem Lebewesen, dem menschlichen Lebewesen erkennen wollen, können wir sehen, that they both depend on the ultimate source, so they are dependent realities. Dann können wir sehen, dass beide von der höchsten Quelle, letztendlichen Quelle, abhängig sind, also Abhängigkeitsenergien. While God Supreme is a Ding an sich. Warum ist Gott der höchste Ding an sich? So independent reality. Eine unabhängige Realität. At least theoretically. Zumindest theoretisch. But as you mentioned, the connection or the relationship is very important. Aber wie ihr schon festgestellt habt, dass Beziehung sehr wichtig ist. And as humans are connected in a deep, loving relationship to the Supreme. Und Menschen sehr tiefe und liebevolle Beziehungen zum göttlichen höchsten Herrn haben. Here we have something more to learn. Da haben wir noch etwas mehr zu lernen an der Stelle. And therefore, if we analyze these three starting topics of the Gita, wenn wir diese drei Anfangsthemen der Bhagavad Gita betrachten, then we have to come to a progressive understanding of all three. Dann müssen wir zu einem fortschrittlichen Verständnis aller drei kommen. So what is the first that we have to understand about ourselves? Let's start with this point. Was ist das, was wir zuerst über uns selbst erlernen haben? Lass uns erstmal darüber sprechen. The first that we have to understand is we are human and we are spiritual souls. Das erste, was wir verstehen sollten, ist, dass wir spirituelle Seelen sind. Right? We have heard it hundreds and millions of times. Wir haben das auch schon hunderte und tausende und millionenfach gehört. But let's put it into practice. Aber lass es uns in die Praxis. So we are eternal souls. This is the first level of our understanding. Wir sind ewige spirituelle Seelen. Das ist das erste Level unseres Verständnisses. And the second step is, if I'm an eternal soul, then I belong to the Supreme. Und das zweite Verständnis ist, wenn ich eine spirituelle Seele bin, dann gehöre ich zum höchsten Herrn. This is Sambandha, what you mentioned. Das ist dieses Sambandha, was die Beziehung, was du gesagt hast. And if I belong to the Supreme, if I belong to my Lord, then the connection, the relationship between us is affectionate. Und wenn ich zum höchsten Herrn gehöre, dann ist die Beziehung, die wir haben, von Zuneigung geprägt. So you can say that this is Sambandha Abhidhya Prayojana. Man kann auch sagen, Sambandha Abhidhya Prayojana. I belong there, I have a practice to accomplish, and I have a perspective to achieve. Ich habe eine Beziehung, ich gehöre dahin, ich habe einen Weg zu gehen und ich habe ein Ziel zu erreichen. Right? So this is the progressive understanding about ourselves. Das ist ein fortschreitendes Verständnis unserer selbst. What is the progressive understanding of the world? Was ist ein fortschreitendes Erkenntnis der Welt? Many times we think that the world is like a prison house. Oft denken wir, die Welt ist wie ein Gefängnis. It's something bad. Es ist irgendwas Schlechtes. A limitation. Es ist nur etwas, was einen limitiert, begrenzt. But actually, that is true that the world is Maya, illusion. Es stimmt, die Welt ist Maya, ist Illusion. But if we try to understand it in a more profound manner, aber wenn wir es in einer wirklich etwas tieferen, grundlegenden Art und Weise verstehen wollen, then we shall see that although this is illusion, it really exists. Und dann können wir verstehen, obwohl es Illusion ist, es hat doch Substanz und ist da. There is a kind of reality to the material circumstances. Da ist eine Art von Realität zu den materiellen Umständen. Not the ultimate reality as it is dependent, but it's got some reality. Vielleicht nicht die letztendliche Realität, aber auch trotzdem eine Realität. But the ultimate understanding about even this relative material universe is,
Aber die letztendliche, das letztendliche Verständnis dieser materiellen Energie ist, that it serves the divine purpose. Dass es dem göttlichen Grund dient. In many different ways. In verschiedenen Arten und Weisen. Ultimately, this provides an environment for the divine leelas also to manifest. Letztendlich stellt sogar einen Platz für die göttlichen Spiele zur Verfügung. So when Krishna comes to this planet Earth, this, so to say, the material environment is surcharged by the divine presence. So, wenn Krishna auf die materielle Welt herunterkommt, dann ist sozusagen dieser Bereich durch göttliche spirituelle Energie aufgeladen. And then what about a progressive understanding about God? Was ist mit deinem fortschrittlichen Verständnis von Gott? Well, according to the Gita, we have to understand Krishna in three main features. Nach dem Verständnis der Bhagavad Gita wird Krishna als in dreifacher Art und Weise beschrieben. Like Purna, perfect and full. Als wie perfekt und vollständig. Or more perfect and absolutely more perfect. Noch mehr perfekt und absolut perfekt. So these are the three aspects that we have to see and perceive about him. Das sind die drei Aspekte, die wir sehen und wahrnehmen dürfen. And if we want to be a little more realistic or more, you know, theoretical. Wenn wir etwas mehr realistisch und nicht not so theoretisch or theoretisch werden wollen, then these three levels are the Bhagavan, the Paramatma, and the Brahman, the Paramatma, and the Bhagavan aspects of the Supreme. Das sind der Bhagavan Aspekt, der Paramatma Aspekt und der Brahman Aspekt, der absolute Wahrheit. So, this was the existential triangle of the three topics of the Gita. Das ist sozusagen die existenzielle Dreieck der Wahrheiten oder der Hauptthemen der Bhagavad Gita. But let's analyze the fourth topic. This is time. Lass uns ein viertes Thema nehmen und analysieren. Das ist die Zeit. And as our time is almost up. Also wie unsere Zeit fast vorbei ist. We have to be quick on this topic. Müssen wir mit diesem Thema schnell durch. So, can we catch time? Kann man die Zeit einfangen? It's very difficult. Although you can buy Swiss watches, but you cannot catch time. Du kannst ja eine schöne Schweizer Uhr kaufen, dann kann ich die Zeit einfangen. But what is time? Was ist die Zeit? Time is a divine energy, but it works in different ways and different phases. Die Zeit ist eine göttliche Energie, aber die wirkt auf so viele verschiedene Arten, Weisen und Wirkungen. So now we analyze the time factor. Now we analyze the time factor. Jetzt werden wir den Zeitfaktor analysieren. In their aspects, how things exist in time, what is their relationship to time or the time periods. Was ist die Beziehung zwischen Dingen, die existieren, und dem Zeitfaktor? Maybe this sounds a little complicated, but it will become more clear. Das hört sich vielleicht sehr kompliziert an, aber es wird mehr deutlich werden. I give you the first. Like one, if something is eternal. Wenn etwas ewig ist. This is one aspect, one way how things exist. They are eternal. There are some eternal things. Das ist ein Aspekt, wie Dinge sind, wie sie existieren. Da gibt es etwas Ewiges. Right? It's called in Sanskrit Nityam, eternal. Das wird in Sanskrit Nityam genannt, ewig. And its character is that endless, no beginning, no end. Und der Charakteristik davon ist, dass es keinen Anfang und kein Ende hat. Because this is eternal. It's not limited. Das ist ewig, es ist nicht begrenzt. So, if there are eternal things, give me another opportunity of the relationship of time. Wenn da ewige Sachen sind, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit der Beziehung der Zeit.
That's nice, I like it. But if something is not limited, there are certain things which are limited, right? Wenn es etwas gibt, was nicht limitiert ist, dann gibt es natürlich auch Sachen, die begrenzt sind. So if there are eternal things, there are non-eternal things also. Wenn es etwas Ewiges gibt, dann gibt es auch etwas, was nicht ewig ist. Correct? Yes. So then they are called anicca, non-eternal. Es wird anicca genannt, nicht ewig existierend. And their character is that there is a starting point and there is an end point. They are limited. Und da kann man von ausgehen, dass es ein Anfang und ein Ende hat. Das ist einfach begrenzt. Right? You follow? Und wir folgen. What else is there? Was ist dann noch? Maybe there are things which begin and do not end. Gibt's das? Let's see what's there. Mal gucken, was da noch ist. Correct. Without an end. Right? No end. They are called ananta. No end. Das sind Sachen ohne Ende. They have a beginning, but they have no end. Die haben einen Anfang, aber kein Ende. Right? So thank you for your contribution. Danke für deinen Beitrag. And is there anything more? Ist da noch was? Probably. What is that? Ohne Anfang. Correct. What is your suggestion? Two more, I would say, without the beginning and then also psychic. Uh-huh. Oh, very nice. That's a very good point. But let's stick to this fourth relationship, which is without a beginning. Die vierte Beziehung ist ohne einen Anfang. Anadi. Anadi. We don't know what was before that thing. Wir wissen nicht, was davor war. No beginning, but there is an end. Da gab es keinen Anfang, aber es hat irgendwann ein Ende. Right? So if we analyze the things that we perceive in life, objects, feelings, whatever, you can adjust, you can find the categories under these four types. Wenn wir die Dinge dieser Welt oder auch Gefühle oder irgendwas, was passiert ist, betrachten, dann können wir diese verschiedenen Arten der Zeitfaktoren dazu vergleichen. Now let's try to find examples for all these four. Lass uns Beispiele für alle vier finden. Give me an example of something eternal. Gib mir ein Beispiel von etwas, was ewig ist. Lisa. Yes, the soul, very nice, no beginning, no end. Die Seele, kein Anfang, kein Ende. Okay. Some more? Noch was? Super soul also, right? Die Überseele. Very good. I think these are the most important eternal things. Give me an example of non-eternal. Ein Beispiel für Nicht-Ewigkeit. Life. Uh-huh. Like a bodily life, bodily existence. Uh-huh. Die körperliche Existenz. It's got a beginning and it's got an end, right? Natürlich ein Anfang und ein Ende. Material nature. Yes. Yes and no. Ja und nein. Because although it also manifests that we can consider as a beginning and it will return to an unmanifest phase. Es hat einen Anfang, es manifestiert sich und es geht zu einem unmanifestierten Zustand über. But it's changing in cycles as it was mentioned. So. Es verändert sich in Zyklen, so wie beschrieben wird. But I think we all know, well, something has a beginning, it should have an end. Wir wissen, dass irgendwas, was einen Anfang hat, normalerweise auch ein Ende hat. So can you give me an example of ananta, without an end? Könnt ihr mir ein Beispiel geben von etwas, was kein Ende hat? Ananta Shish.
Shesh. Although I don't see the beginning of Ananta, there's no beginning point of Ananta Shesh. Sehe keinen Anfang von Ananta Shesh. So maybe this is not the most popular. Yes, please. The relationship to the Guru. Ah. Well, I'm your eternal servant. Hm? Ich bin dein ewiger Diener. But I agree, there is a starting, but let's say, a perfection. Right? A spiritual person, a devotee, achieves perfection. Perfektion. Well, that's got a beginning. Das ist der Anfang. But it's got no end. Das hat aber kein Ende. Right? So in the same way, if we commit ourselves to a spiritual master, it's got a beginning. I say yes to my master. This is the beginning. Und wenn wir Beziehung zum spirituellen Meister eingehen, können wir auch sagen, okay, jetzt habe ich einen Anfang gemacht. Jetzt fängt eine Beziehung an. But this should have no end. Aber es sollte kein Ende haben. Because I'm eternally connected, I'm eternally indebted to my master. Ewig verbunden und ewig verschuldet. Correct, something like this. Yes. And now the most difficult comes. Jetzt kommt das Schwierigste. Give me an example of something that we don't know how it started, what was the beginning, but there is an end. Karma? Oh yeah, fine, good. So easy. Actually, karma is like this. Karma is so. Because it is said that karma starts from before this cycle of creation. Heißt, dass das Karma schon vor dieser Kreation, dieses Zyklus angefangen hat. So we cannot find the origin, the beginning of karma. Wir können nicht zum Original des Karmas zurück gehen. But we can find the end of karma when you stop acting on the karma platform. Aber wir können das Ende des Karmas finden, wenn wir aufhören, auf der karmischen Ebene zu agieren. And when all the karmic action reaction is burnt up and you start your spiritual career. Und wenn alle karmischen Reaktionen verbrannt sind und eine spirituelle Karriere anfängt. So these four basic principles of the Gita, like Ishvara, Jiva, Prakriti, and Kala, we discussed. Wir haben jetzt also diese vier Aspekte durchgenommen. Ishvara, Prakriti, Jiva, und Kala. Kala. And Krishna says in the Gita that I am destroyer of the worlds. Krishna sagt in Bhagavad Gita, ich bin die Zeit, der Zerstörer der Welten. This is the fearful aspect of Krishna's time. Das ist sozusagen der angstbelegte Aspekt von Krishnas Zeitfaktor. It's the limitation. Ist die Begrenzung. But he also says, and I'm the unfathomable time. Ich bin auch die unfassbare Zeit, sagt er. And this is for the devotees. Und das ist für die Devotees. So a devotee has no fear. Ein Devotee hat keine Angst wegen der Zeit. Because for us, time, even on this material plane, provides some opportunity to express our services. Und sogar die Zeit, die selbst da begrenzt, gibt uns doch Gelegenheit, sozusagen unseren Zehner zum Ausdruck zu bringen. And as even karma, although it has got no beginning, but it should end. Und sogar wie das Karma, obwohl es keinen Anfang hat, sollte es ein Ende haben. In the same way, I stop for today. In der gleichen Art und Weise höre ich für heute erstmal auf. I hope these little thoughts were not like a karmic reaction coming over you. Ich hoffe, dass diese Gedanken, die ich euch mitgeteilt habe, nicht wie eine karmische Reaktion über euch gekommen sind. Tomorrow we shall go on, continue with the secret investigation of the parallels between the
different types of real scriptures. Morgen möchten wir weiter voranschreiten mit den Parallelen der offenbarten Heiligen Schriften. And if you have some questions or remarks for today's topics, please feel free to share. Wenn ihr einige Fragen habt zu den heute mitgeteilten Offenbarungen und der Schriften und so, dann könnt ihr euch das gerne, könnt ihr gerne Fragen stellen. Now? Why not? You said that nature doesn't have an end, but the human body has an end. So, but the difference was a bit under, because when the body dies, he went over to another. Yes. Can you please tell that in German also? Sorry? Can you please tell that in German also? Ja, für mich war unklar, also die Natur ist nicht, ist unendlich, also sie stirbt nicht, die Pflanzen, die Prozesse, aber der Körper, wenn er stirbt, geht ja auch wieder über in Nährboden für Pflanzen oder Tiere, praktisch. Thank you for your question. Maybe I was not clear enough. Vielleicht war ich nicht ganz deutlich genug. Sorry. Yeah. Danke, nee, du nicht, mein Herr. Because it's very easy to understand the beginning and the end of a human body. Sehr leicht, den Anfang und der Ende eines Körpers, eines Menschenkörpers zu sehen. By conception and decomposition. Weil die Geburt sozusagen oder die Empfängnis und wenn er dann But it's more difficult to see the phases of the cosmic structure of the past material energy, so to say. Aber es ist viel komplizierter, die Phasen der materiellen Manifestation, der kosmischen Manifestation zu analysieren. And it is said in the Gita that everything moves in phases. One, sometimes it unmanifests, then it becomes manifest, and then it returns to unmanifest phase. Es gibt in der Bhagavad Gita beschrieben verschiedene Phasen, die teilweise manifestiert sind in der Natur und dann gibt es wieder eine Phase der unmanifestierten Daseins und dann wieder ein manifestiertes Dasein und wechselt sich immer wieder. So we can compare these changes to the birth and death of a human body. Wir können das mit den Wechseln des menschlichen Körpers auch vergleichen. But the material energy as an energy is preserved. Aber die materielle Energie als ein Energiefaktor ist trotzdem erhalten. But irrespective of the manifest or unmanifest phase. Egal, ob es da manifestierte Zeiten gibt oder unmanifestierte Zeiten. So, as an energy principle, is eternal. Als ein Energieprinzip ist es halt ewig. But it's also got these phases of birth and death, so to say. Like aber es gibt dann auch diese Phasen sozusagen wie Geburt und Tod der Manifestation. Right? More clear now? Yes. Thank you. Yes, please. So, what do you think? I would suppose that even for our development, there is no end. Mm. Because, I mean, it's infinity. So, there should be, no end. Very nice. I mean, sometimes one thinks, yeah, if I melt with the absolute or whatever, then there is the end. But there cannot be an end. It's infinity. Mm-hmm. In German, please. Oh. Man denkt manchmal, wenn man das Absolute erreicht hat, Gott erreicht hat, dass dann die Entwicklung zu Ende ist. Und ich glaube, es gibt kein Ende, weil Gott ist Unendlichkeit. Unendliche Liebe und überhaupt Unendlichkeit, das heißt, es kann eigentlich kein Ende geben in unserer Entwicklung. Correct. If we approach the ultimate, this is an ultimate process. Endless. Ja, es stimmt. Das ist korrekt. Das ist ein endloser Vorgang. And also it is said that one main feature or characteristic of Krishna is that he is merciful.
hast auch gesagt, dass ein Hauptaspekt von Krishnas Aspekten einfach seine Barmherzigkeit ist. And it is said in the Krishna book that he exercises his unlimited mercy in an unlimited way with the devotees. Es wird gesagt, dass Krishna seine Barmherzigkeit in einer unbegrenzten Art und Weise aus mit seinen Devotees im Zusammenspiel ausführt. So if we approach this ultimate source of everything, this approach is also an ultimate, a never-ending approach. Wenn wir also Zugang haben wollen zum Unendlichen, zur höchsten Quelle, ist das auch ein unendlicher Vorgang. Right? So if we establish a very beginner's approach to Krishna, you can always come one step closer. You can always come one step closer. Wenn wir so immer in dieser Anfängerhaltung haben, dann können wir Krishna immer ein Stück noch näher kommen, noch ein Stück näher. Right? So we should have a progressive conception of God. Wir sollten ein fortschrittliches Konzept von Gott behalten. Once I discussed this topic with another practitioner of some other religion. Ich habe dieses Konzept mal mit einem anderen Praktizierer von einer anderen Religion diskutiert. And I said, oh, it's so nice that our Lord is growing in capacities, in qualities. He's growing. You said it? Yes. And ich habe gesagt, es ist so schön, dass der höchste Herr mit seinen Kapazitäten und Fähigkeiten immer weiter wächst. And my friend was totally fried. He said, no, no, it's impossible. God doesn't change. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht möglich. Gott verändert sich doch nicht. Right? But try to think how beautiful this concept is. Überleg doch mal, darüber nachzudenken, wie schön dieses Konzept ist. It is said that Krishna is running after himself, so to say. Es wird gesagt, dass Krishna sozusagen hinter sich selbst herläuft. His beauty and his qualities are always growing. Seine Qualitäten und seine Schönheit nehmen immer weiter zu. And there is only one person who can keep up with this growth, and it's himself. Da gibt es nur eine Person, die da mithalten kann mit diesem Wachstum. Das ist nur er selbst. So this is very progressive understanding of the ultimate source of everything. Das ist ein sehr fortschrittliches Verständnis der letztendlichen Quelle aller Dinge. And here, change is not a shortcoming. Und hier Wechsel ist nicht ein Mangel. It's an advantage, it's a sign of life. Es ist ein Vorteil, es ist ein Zeichen des Lebens. Right? Our conception of God is not a piece of ice. Unser Konzept von Gott ist nicht, dass er wie ein Stück Eis ist. It's a living understanding. Always showing more and more of his beauty. Wir haben ein lebendiges Verständnis von Gott. Er zeigt uns immer mehr von seiner Schönheit. Yes. I have a question to you. Sure. Before I understood that God is also like perfection. Yes. And I don't know, my understanding of perfection is something complete. Sure. So growth cannot miss from that complete perfection. Also, das stimmt, Perfektion, es kann aber trotzdem auch beinhalten, dass da Wachstum ist. Das kann da nicht fehlen. Right? Thank you. Try to absorb it. Versuch das mal zu verstehen. Because growth or change in the spiritual sense, usually on the material plane we understand that change is from bad to worse. Auf der materiellen Ebene verstehen wir manchmal, dass ein Wechsel etwas ist von schlecht zu noch schlechter. Or from one stage to another stage, but still incomplete. Von einer Stufe zur nächsten, aber trotzdem noch unvollständig. But this is a limited conception of change. Und das ist ein limitiertes Verständnis von Wechsel oder von Veränderung. The absolute conception of growth is that it's beyond human understanding. Das absolute Verständnis von Wachstum ist, dass es jenseits des menschlichen Verständnisses ist. And the living manifestation should show more and more of its own beauty. Die lebendige Manifestation sollte eigentlich immer mehr und mehr seine eigenen
Schönheit offenbaren. That means change. Das bedeutet Wechsel. But it's not a shortcoming here. Und das ist kein Mangel. It's a permanent revelation of more and more beauty and opulence. Es ist eine permanente Offenbarung von mehr und mehr Schönheit und Opulenz. Or we can say more and more love. Oder wir können auch sagen mehr und mehr Liebe. Right? Love as an emotion on the material platform is deteriorates. Liebe auf der materiellen Plattform geht immer mehr weg. In the beginning we have more and at the end we have less. Am Anfang haben wir viel und am Ende auch weniger. Before I thought that he is my, you know, blonde hero, and then I ended up with a fat guy around me. Am Anfang dachte ich noch, vielleicht ist das mein blonder Held und dann irgendwann wird er dicker und dicker. Or I thought that this lady is, you know, is a princess. Am Anfang dachte ich vielleicht noch, diese Frau ist wie eine Prinzessin. And turned out to be a dragon. Sich zu einem Drachen verwandelt. You know, so change on the material plane is usually a deterioration. Veränderung auf der materiellen Ebene ist oftmals eine Verschlechterung. But can you think of Krishna as a fat, old, disabled person? Kannst du dir Krishna als eine dicke, alte Person vorstellen? No, he's forever young. Er ist immer jung. In the most charming period of his beauty and power and everything. In der höchstmöglichen charmanten Art und Weise und Kraft seiner Schönheit. Always showing more and more of his divine capacities. Und zeigt immer mehr und mehr seiner göttlichen, majestätischen Natur. Right. So therefore, if you chant the Mahamantra, for example, in the beginning, it's sweet. Wenn du den Mahamantra chantest, ist es am Anfang süß. If you chant it after 50 years later, it will be more sweet. Wenn du das 50 Jahre später chantest, wird es noch süßer. It should not diminish the taste. The more you do it, the more you should feel. Der Geschmack sollte nicht nachlassen, sondern je mehr man chantet, desto höher sollte der Geschmack steigen. Right. So in the same manner, our conception of Krishna, that he is growing, his beauty is growing. In der gleichen Art und Weise ist unser Verständnis von Krishna, dass seine Schönheit immer weiter zunimmt. Beyond any limit. Ohne irgendeine Begrenzung. So, thank you for this session. Thank you for the attention. And hope to meet you tomorrow, same time, same place.